Hey Leute, willkommen zu diesem. Naja, mir hat eine YouTuberin angeschrieben, wegen dem Laternenquest. Es gibt eine Voraussetzung und das ist relativ sehr einfach, um das Laternenritual freizuschalten. Ich habe nachgeschaut, man müsste mindestens. Ihr bräuchtet mindestens euer Abenteuerrang. Müsst ihr über. Also euer Abenteuerrangstufe muss mindestens auf 23 sein. Sobald ihr das habt, müsst ihr den ersten Akt in Liyue die Geschichte. Also in Liyue die Geschichte abschließen mit Xiao. Also Laternenritus heißt die Quest. Ansonsten könnt ihr beim Laternenritual nicht mitspielen. Das ist sicherlich sehr seltsam. Also als erstes, ihr müsst mindestens eine also eure Abenteuerstufe muss mindestens Rang 23 halten. Dann müsst ihr den Kapitel des ersten Akt der Liyue-Geschichte vom Land mitten vom Monolithen. Also steht hier drauf. Also beendet den ersten Akt der Liyue-Geschichte. Kapitel 1 vom Land inmitten vom Monolithen. Dies folgt dem Mondstar. Dies folgt dem Mondstadtkapitel so klar das Ganze, wenn sie es noch nicht getan haben. Das ist wirklich. So, und dann kommt das nächste, schließe Xiaos Story Quest. Alatus Kapitel. Also das ist dieses Alatus Kapitel. Ab. Nach dem Laternenritus wird die Quest, ihr müsst mindestens euren Abenteuerrang 40. Ihr müsst mindestens einen Abenteuerrang haben. Also diese Abenteuerstufe, die ich jetzt hier bereits habe, über 40 müsst ihr sein. Ob ich jetzt hier auch schon freigeschaltet habe, die Quest. Laternenritual? Nö, ist nichts Neues bei. Ihr müsst mindestens Abenteuerstufe Rang 23, um das erste Kapitel und das andere ist dann Abenteuerstufe Rang 40. Das ist euer. Soweit müsst ihr es schaffen. Dann schaltet die Laternenritus Einstieg-Quest der Ursprung der Laternen aus. Ja, der Ursprung der Laternen, sobald ihr, der Ursprung der Laternen abgeschlossen haben, haben sie vollen Zugriff auf den Laternenritus. Komisches Deutsch, was hier drauf steht. Ja, und von 14. bis 18. Februar Zeit. Aber mehr kann ich euch nicht dazu sagen. Also es hat was mit euren Abenteuerrang beziehungsweise Abenteuerstufe zu tun. Dem Laternenquest freizuschalten. Ihr bräuchtet mindestens den Abenteuerstufe Rang 23. Wenn ihr schon über 23 seid, schaltet ihr ab Rang 40, nämlich die Xiao Quest, die ich schon bereits freigeschaltet habe. Und ja, ansonsten
hat sich nichts verändert mit dem mit der nächsten Phase. Die nächste Phase wird erst im nächsten, also in der nächsten, also am nächsten Tag freigeschaltet sein. Ich habe schon die erste Reihe freigeschaltet und es ist immer noch hier ein Bug drinne. Man kann hier die Laternen sich nicht anschauen. Warum auch immer. Übrigens, mein dritter Tag ist schon fertig. Also also dieses Login-Bonus ist auch sehr gut. Kann man sich nicht beschweren. So, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch weitere Hilfe braucht, einfach mich anschreiben. Und ansonsten, falls ihr irgendwie Probleme habt, geht einfach hier unten zur Einstellung. Und ihr müsst irgendwo... Irgendwo müsste es sein, dass irgendwie... Oder war das... Ach hier, ich glaube, das war beim Rückmeldung gewesen. Oder ihr müsst bei komplett bei der Genshin Impact Seite dort den Support anschreiben. Wegen der Quest. Aber wie ihr euch erklärt, ihr müsst mindestens Abenteuerstufe Rang 23 sein. Ich bin schon Abenteuerstufe Rang 43. Weil ich schon die Xiao-Quest habe. Schon durch hatten. Und dann müsstet ihr hier hingehen, um Rujin ansprechen, um die Quest Theater der Vorrichtung freizuschalten. Die Quest bekommt ihr hier bei den Weltaufträgen. Wird angezeigt. Ansonsten merke ich euch, das war eigentlich mehr zu erklären, falls es euch weiterhilft. Also bis dann, macht's gut.